Das ist, als wenn eine Tochter weg wäre. Das Begrüßungsgeheul, das kennt sie und darauf würde sie reagieren. Die Möglichkeit, dass sie kommt, ist nachts wesentlich größer und sie kennt das Wohnmobil. Na, irgendwas Neues? Nichts. Nix, wieder nix. Nee, auch nichts. Also heute Nacht irgendwann mal habe ich ein Heulen im Wald gehört, aber ich konnte die Stimme nicht erkennen. Es könnte auch noch ein Fuchs gewesen sein. Okay. Das belastet uns beide natürlich. Es zehrt unheimlich. Du zwingst dich zum Essen, du zwingst dich alles zu machen, tagsüber, was normal ist. Ja. Aber vielleicht, wenn ich ihn sehe, dann sage ich Bescheid, dass er hier zum Wohnmobil kommt. Es wäre ein Traum, wenn sie wieder da wäre. Laden bitte. Ja, die Großmutter ist Jalamit. Jalamit. Jalamit J, ja. Pferd. Sie können noch ein bisschen mit ihm spielen, kommt er mal hoch. Was? Ja, so macht was. Also Sie waren jetzt im Haus, ne? Ja, um die Mittagszeit haben wir festgestellt, dass die Hunde frei liefen. Die Welpen spielten, die Junghunde spielten hier auf dem ehemaligen Reitplatz. Wir sind raus, sahen das Tor weit offen stehen. Ein paar Leute um die Ecke verschwinden und von der kleinen Pöppi sahen wir nur noch den Popo, der hinten auf der Straße verschwand. Die andere Hündin, ihre Schwester, blieb hier. Wie war das Tor, da zeigen können? Ja. Das Tor hier war sperrangelweit auf, also das heißt, es war dieser Riegel und dieser Riegel musste geöffnet werden. Dann wurde das Tor ganz geöffnet. Wahrscheinlich wollten die Leute hinten die Pferde sehen, die dort grasen. Und als sie sahen, was sie angerichtet hatten, haben sie wohl versucht, die Kleine, die sehr scheu ist, wieder einzufangen. Und die ist als Antwort dann direkt verschwunden in Richtung Straße. Wir sahen nur noch ihr Hinterteil. Schlimm war das? Das war sehr schlimm, weil wir konnten jetzt gar nichts mehr machen. Wir konnten nur noch rausgehen aus dem Wald. Es ist unser Kind. Sie ist hier auf die Welt gekommen. Sie ist wie alle anderen, sie gehört zur Familie. Und jedes Familienmitglied fehlt. Das ist, als wenn eine Tochter weg wäre. Nach draußen mal schauen, nach links rausschauen, nach vorne rausschauen. Wenn es dann da wieder ab.
war's jetzt. Nochmal zurechtrücken, bitte. Weil die Möglichkeit, dass sie kommt, ist nachts ohne Spaziergänger, ohne angstmachende Leute wesentlich größer. Und sie kennt das Wohnmobil. Das ist für sie eine bekannte Sache. Damit dürfte sie immer zur Rennbahn mitfahren. Und wenn sie das sieht, ist die Chance größer, dass sie einsteigt. Wie ist das? Es ist im Prinzip so eine Art Halbschlaf. Man hört jetzt kleinste Geräusch oder wenn die Hunde was hören und fangen an aufzustehen, dann bin ich natürlich auch sofort wach und gucke nach, ob ein Grund dafür da ist. Oder man lernt auch unterscheiden, was ist jetzt ein Fuchsbellen oder was ist tatsächlich ein Hund. Dann ist man natürlich aufmerksamer. Und das nächste dann nehmen. Kann sich wiederholen auch. Höher, bitte. Sehr schön. Und so weitermachen, bitte. Und das nächste, bitte. Dann nehmen Sie das nochmal mit den Hunden aus. Und nochmal wechseln, bitte. Ist gut, gerne. Und rausnehmen, bitte. Oh!
ist ein Kind von uns. Und sie einfach aufgeben, das ist keine Option.